Moin, moin, herzlich euch alle und willkommen zum Bundesliga-Tipp, 15. Spieltag. So sieht's mal aus. Ja, nee, an eurem Ton ist nichts falsch. Es ist meine Stimme, die momentan so ein bisschen, ja, für sich herleidet. Deswegen nicht wundern, heute relativ schneller Tipp. Stimme schon. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel dieses Bundesliga-Tipps ist das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg. Ich denke mal, dass der VfL Wolfsburg das Spiel gewinnen wird. Relativ knapp mit 2:1. Der Rufus tippt auf ein Unentschieden auf ein 1:1. Nächstes Spiel ist das erste Samstagspiel. Es ist das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04. Die große Frage ist natürlich, wer kann jetzt die Negativwende denn ins Positive wenden? Ich sage, dass der FC Schalke 04 es schafft. Schalke gewinnt mit 1:0. Der Rufus tippt auf ein 0:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und der Hertha aus Berlin. Ja, das ist natürlich auch dann die große Frage. Die Stuttgarter momentan wieder so in alte Muster verfallen. Na, die große Frage ist jetzt, schaffen sie gegen die Berliner jetzt wieder Besserung zu zeigen? Und ich sage in der Hinsicht nein. Stuttgart verliert mit 1:3, der Rufus tippt auf ein 2:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Freiburg. Na, was war da in Bremen los bei dem Spiel? Die Fortuna irgendwie jetzt wieder in wieder in alte Muster verfallen. Momentan ist jetzt wieder nach der Euphorie der letzten Spiele jetzt doch wieder ein bisschen Tristesse eingetreten. Bei den Freiburgern kann man dasselbe sagen. Andersrum, welche Gegner sie jetzt auch als letztes hatten, ne, darf man ja auch nicht vergessen, wie stark sie waren. Auf jeden Fall denke ich dennoch, dass das ein Unentschieden sein wird, dieses Spiel, ein 1:1. Der Rufus tippt auf einen Düsseldorfer Sieg, auf einen 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Hannover 96 und dem FC Bayern München. Na, haben die Bayern nochmal souverän runtergespielt, wenn man das mal so sagen darf. Hannover 96 ein brisantes Spiel gegen den FSV Mainz 05 geführt. Ja, wer in welche Richtung geht, also ich sag mal so, dass der FC Bayern München jetzt als nächstes halt in der Champions League spielt. Das ist die große Frage natürlich, wie kommt man aus der Champions League wieder raus? Ich denke mal positiv, das heißt, der FC Bayern München gewinnt dieses Spiel mit 3:1, der Rufus tippt auf ein 3:0 der Bayern. Die nächste Partie ist das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach, das persönliche Topspiel von dem Rufus. Ja, natürlich ist die große Frage, das, was Gladbach zu Hause zeigt, zeigen sie eben nicht auswärts. Das ist irgendwie bei den Gladbachern so, dass da die meisten Punkte einfach liegen bleiben. Erst recht bei Spielen, wo man am Ende eigentlich gesagt hätte, da könnt ihr keine Punkte liegen lassen. Aber am Ende lassen sie da regelmäßig Punkte liegen. Bei der TSG die große Frage natürlich jetzt zu Hause, nachdem man jetzt auch noch in der Königsklasse spielt, welches Spiel man da ernster nimmt, wahrscheinlich eher das in der Bundesliga, weil in der Königsklasse wird es wahrscheinlich für die Hoffenheimer auch nicht mehr viel gehen. Dennoch denke ich mal, wird es ein interessantes Hochglanzspiel. Trotzdem, Gladbach gewinnt mit 3:2, der Rufus tippt auf ein 2:2 Unentschieden. Das nächste Spiel ist das DFL-Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen. Ja, große Frage. Wie lange hält Dortmund seinen großen Vorsprung aufrecht? Nachdem, wenn meine Tipps richtig sein sollten, heißt das ja, dass die Gladbacher um 3 Punkte rankommen. Nach dieser Partie ist es aber so, dass es wieder egalisiert ist. Nämlich, ich sage, dass Dortmund gewinnen wird mit einem sehr knappen 2:1. Der Rufus tippt auf ein 2:0 der Dortmunder. Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen RB Leipzig und der Mainzern. Ja, da ist natürlich auch Brisanz ein wenig drin, ne? Denn der FSV Mainz 05, ne, in den letzten Spielen ja eigentlich nicht mehr so schlecht gespielt. Bei Leipzig, da zeigt sich an einem Tag das, beim anderen Tag das. Das ist schwierig da einzuschätzen. Genau deswegen wird dieses Spiel aus meiner Sicht das brisanteste an diesem Spieltag.
Mein Tipp in der Hinsicht ist, dass Leipzig trotzdem gewinnen wird mit 2:1. Der Rufus tippt auf ein 2:0 der Leipziger. Das letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern 04 Leverkusen. Ja, ne, Europa League. Das ist eben die große Sache. Wer ist da jetzt besser dran? Wer ist da jetzt schlechter dran? Das kannst du heute nicht wirklich vorhersagen. Natürlich, wenn ihr diesen Tipp sehen solltet, beispielsweise nach Donnerstag, und ihr sagt so von wegen, ah, Frankfurt hat hoch gewonnen und Leverkusen, ja gut, die haben sich da mit Ach und Krach nur gerettet, oder halt andersrum, da kann man natürlich schon ein bisschen mehr was sagen. Dennoch, denke ich mal, wird dieses Spiel ein Unentschieden sein, ein 1:1, der Rufus tippt auf einen 2:0-Sieg der Frankfurter. Das waren meine Tipps. Bisschen heißer zum 15. Spieltag. 16. Spieltag, gucken wir mal, wie das da läuft. Ich hoffe besser und wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.